So, ihr kennt das ja, Thema Einwürfe. Ne? Wen beschäftigt das denn nicht? Ja, jetzt ist so ein Einwurf in Norwegen aufgetaucht. Und ja, ich muss mal sagen, ich glaube, der wird die Fußballwelt revolutionieren. Weil man hat ja immer mal Probleme, da wirft man den Ball zu hoch oder der nimmt den nicht so richtig an, weil der eine Bogenlampe hat oder nicht hart genug war. Aber das, was jetzt kommt, Leute, ich sag nur, ja, Matze. Den Salto-Einwurf für besonders weite Einwürfe kennen wir ja schon. Aber nun zeigt uns dieser Spieler den Hocken-Einwurf für einen besonders gezielten und schnellen Ball. Der Schiri lässt laufen, der Mitspieler nimmt die Kugel butterweich an und wir fragen uns, darf er das? Darf er das? Ich habe mal Herrn Kienhöfer angerufen und gefragt. Ja, ein außergewöhnlicher Einwurf, aber ein regelkorrekter Einwurf. Warum regelkorrekt? Er hat drei Prämissen zu beachten, der einwerfende Spieler. Er muss mit dem Gesicht zum Spielfeld stehen. Er muss mit beiden Händen den Ball über den Kopf werfen und die Füße müssen im Endeffekt auf der Seitenlinie oder auf dem Boden vor der Seitenlinie stehen. Und alles drei ist gegeben und dementsprechend regelgerecht.